Dieser Test hat mein Leben gerettet. Vor 2 Jahren war ich gesundheitlich am totalen Tiefpunkt. Ich hatte keine Energie mehr, ich war total übergewichtig und ganz viele andere Symptome. Dazu verlinke ich ein Video mit allen Symptomen hier unten. Es ging mir so schlecht, dass ich dachte, nein, so möchte ich nicht leben. Dabei hätte man ganz einfach herausfinden können, was mit mir los ist. Nur die Ärzte machen diesen Test nicht. Es ist ein ganz simpler Bluttest, der zeigt, ob du eine Insulinresistenz hast. Sowieso sprechen die Ärzte nie von Insulinresistenz, aber diese Insulinresistenz ist verantwortlich für so viel Leid und so viele Krankheiten. Endstation einer Insulinresistenz ist immer ein Diabetes. Im schlimmsten Fall führt eine Insulinresistenz zu Herzinfarkt, Schlaganfall, Nierenschäden und Krebs. Dieser Test ist so simpel und so kostengünstig, dass ich wirklich nicht verstehe, warum das nicht Standard ist. Der Name dieses Tests ist oraler Glukosetoleranztest. In diesem Test checkt der Arzt, wie viel Insulin du ausschüttest, nachdem du Zucker gegessen hast. Weil was sie dir auch nicht sagen, es ist nicht der hohe Blutzucker, der so fatal ist, sondern das hohe Insulin. Der Blutzucker ist nämlich erst dann erhöht, wenn das Insulin hoch hinaus ist. Und was man dir auch nicht sagt, ist, dass Insulin ein entzündliches Hormon ist, das ganz viele Schäden in deinem Körper anrichtet. Leider kontrollieren die Ärzte standardmäßig nur den Blutzucker. Aber das verschleiert, dass du vielleicht viel zu viel Insulin ausschüttest, um diesen Blutzucker runterzubekommen. Du siehst hier mein HbA1c, mein Langzeitblutzucker, in total normalem Rahmen. Okay, der Blutzucker ist ein wenig erhöht, aber 5,8 ist noch sehr nahe am Referenzwert von 5,6. Und auch der Blutzuckerwert meines oralen Glukosetoleranztests liegt der Blutzucker eigentlich noch im normalen Bereich mit 5,6 nüchtern, 8,6 nachdem ich die Zuckerlösung getrunken habe und 2 Stunden später 7,3. Aber jetzt kommt das Verheerende. Siehst du diesen hohen Insulinwert da? 131 und der sollte nicht mehr als 5 sein. Nach 120 Minuten sollte er eigentlich wieder auf der Basis sein, also irgendwo zwischen 3 und 5 und ist immer noch bei 81. Hätte ich nicht auf diesen Test bestanden, ich wäre heute Diabetikerin.